Super geil, habe ich die Pisten gefunden. Die waren immer gut hergerichtet. Man hat darauf Schei fahren können. Nicht so cool am Skikurs habe ich aber gefunden, dass der 100 Kilometer beim Sturz auf mich draufgefallen ist. Das Lustigste war, dass alle meinen Ski im Tiefschnee gesucht haben. Es hat viel leibend ausgeschaut, wie die ganzen mit den Steckern im Schnee herumgewühlt haben. Und nach einer Dreiviertelstunde haben wir ihn dann endlich gefunden. Ganz viel geärgert habe ich, dass ich beim Rennen, beim Skikurs um ein Hundertstel Zweiter geworden bin. Mir hat es auf die Nacht immer sehr gut gefallen, weil da haben wir Spiele spielen können und reden und auch nur lachen. Das war voll cool. Am Dienstagnachmittag waren wir nicht Skifahren, da waren wir in der Therme Amadee. Die war voll krass, da hat es auch Loopingrutschen gegeben, die war super. Lustig war auch, dass ein paar Sticker geblieben sind in der Rutsche. Mein besonderes Erlebnis war der Hüttendom. Es hat nicht nur für die Schüler, sondern auch nur für die Lehrer was voll Witziges gegeben. Es war echt der Hammer. Der leibendste auf dem Skikurs war der Disco. Es war wie in einer echten Disco mit Konfetti und einer Lichtershow. Sogar die Lehrer haben mitgetanzt. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das hat mir voll gut gefallen und ich will nächstes Jahr auch wieder mitfahren.